Unterwegs mit Schiff und Bahn am Wolfgangsee. Auf der Suche nach Mythen und Sagen, erzählt von Augustin Kläuber. Woher hat die Metzgerinsel ihren Namen? Die Tiere konnten damals schwimmen, die Menschen nicht. Wer ist die Frau namens Marthe? Es gab eine böse Frau hier in St. Gilgen. Und was hat der Schafberg mit dem Teufel zu tun? Die Sage erzählt, dass der Teufel im Zorn hinauffuhr auf diesen Berg. Ingenieur Berthold Courant, der hier in St. Gilgen eine Villa besaß, hat im Jahre 1873 die Schifffahrt eingeführt am Abersee. So hieß damals der Wolfgangsee. Und in den alten Karten steht dann oft der Aber- oder Wolfgangsee. Und durch die Operette im Weißen Rössel am Wolfgangsee, die 1930 Weltaufführung in Berlin hatte, seither heißt der See Wolfgangsee. Und damals eben am Abersee 1873 hat Berthold Courant die Schifffahrt eingeführt mit dem Raddampfer Kaiser Franz Josef, der heute noch hier bei uns fährt und somit das älteste Schiff der Flotte ist. Im Jahre 1576 hat ein Metzger einen Ochsen von Lueck, das ist in diese Richtung, von der Brauerei Lueck in den Ort getrieben zur Schlachtbank. Der Ochs wurde erschreckt, sprang in den See und der Metzger hinterdrein. Die Tiere konnten damals schwimmen, die Menschen nicht. Und der Metzger hielt sich am Schwanz fest und sie schwammen hinüber Richtung Fürberg und strandeten auf einer kleinen Insel, die heute noch genannt wird, die Metzgerinsel. Und zur Erinnerung hat dann der Metzger einen Bildstock errichtet und das ist das Ochsenkreuz am Wolfgangsee. Im Jahr 1609 tanzte eine Hochzeitsgesellschaft hier am zugefrorenen Wolfgangsee. Es gab die böse Marthe, das war die Mutter der Braut. Und einen Tag vor der Hochzeit brannte der Bauernhof ab, der da drüben stand in Fürberg in einer Bucht. Und Marthe, die Böse, verfluchte Gott und die Heiligen und sagte, wir feiern die Hochzeit eben auf dem Eis, wenn wir schon kein Haus haben. Die Hochzeitsgesellschaft tanzte auf dem Eis, das Eis brach und es ertranken alle bis auf das Brautpaar und die Musikanten, die am Felsen standen. Und in Erinnerung an diese Geschichte wurde eben 1609 das Hochzeitskreuz errichtet. Und Junker Stollhammer, so hieß der Bräutigam, hat dann sein Käthchen ein Jahr später zum Traualtar in der Kirche von St. Gilgen geführt. Bei der Falkensteinwand befindet sich die tiefste Stelle des Wolfgangsees mit 114 Metern. Hinter der Falkensteinwand, hinter dem Felsen, befindet sich die Kirche des heiligen Wolfgang. Und die Sage erzählt, dass Wolfgang, er war ja Bischof von Regensburg und kam hierher im Jahre 976, hat sich zurückgezogen in der Waldeinsamkeit oben am Falkenstein und wollte eine Kirche erbauen. Der Teufel wollte dies verhindern und Wolfgang schloss mit ihm einen Pakt. Und zwar, der Teufel muss für den Christen, für den Bischof die Kirche errichten und bekommt dafür die erste Seele. Als die Kirche fertig war, kam der erste Pilger und das war kein Mensch, sondern ein Wolf verkleidet als Pilger. Als dies der Teufel dann gesehen hat, hat er ihn in 1000 Stücke zerrissen und ist mit dem Teufel
durch den Felsen. Da gibt es heute noch das Teufelsloch bei der Kirche oben am Falkenstein. Der Teufel war besiegt und Wolfgang hat gewonnen. Bevor die Schafbergbahn errichtet wurde im Jahre 1893, wurden die Leute teilweise, die reicheren Leute, die sich das leisten konnten, mit Sesseln hinaufgetragen. Das waren die Sesselträger von St. Wolfgang, das waren ungefähr 30 junge Burschen, oder auch von St. Gilgen. Die Burschen trugen eben mit diesen Sänften die Gäste, die ersten Touristen hinauf auf den Schafberg. Interessant ist, dass das erste Haus, die erste Schutzhütte schon 1836 errichtet wurde und das erste gemauerte Hotel 1851, lange vor der Schafbergbahn. Und somit ist das Hotel am Schafberg das älteste Berghotel Österreichs. Die steil abfallende Wand am Schafberg mit Blick zum Mondsee und Attersee wird auch Teufelsabbiss genannt. Und die Sage erzählt, dass der Teufel im Zorn hinauffuhr auf diesen Berg und hat einen Teil abgeschlagen. Und das ist eben dieser Teufelsabbiss, der steile Teil des Schafbergs, eben in diese Richtung, Richtung Osten.